Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder mal so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es nach längerem mal wieder um den Great Vault. Ich habe jetzt mit Main das eine Weile nicht gefarmt, aber da ich aktuell ein bisschen am PvP spielen bin, um mir unter anderem so ein bisschen diese PvP-Mounts hier zu erspielen, habe ich hier den Vault ein wenig aufgefüllt. Wir müssen 3 PvP-Belohnungen kriegen und ich hoffe, es ist irgendwas dabei, was ich noch brauchen kann. Ich bräuchte nämlich ein paar PvP-Items, unter anderem Handgelenke wären gut, eine Schulter mit Tempo. Ich habe hier blöderweise Crit gekauft, weil ich erst Nightfee gespielt habe, daraus Crit, jetzt spiele ich Necrolord Katze in der Arena und jetzt muss ich schauen, dass ich auf Tempo komme. Der Kopf wäre noch ganz gut. Und naja, vielleicht die Hände, wobei die will ich eigentlich anlassen. Gürtel könnte ich eigentlich auch noch brauchen, aber jetzt schauen wir mal. Waffe habe ich zum Glück das letzte Mal aus dem Vault rausgekriegt, das war echt lucky, mit einmal hier Lifesteal. Und ja, schauen wir mal, was wir rausbekommen. Ich habe auch noch ein bisschen Ehrenpunkt, also wir können das eventuell gleich upgraden. Und wir können auch gucken. Okay, warte mal, das ist jetzt nicht gut. Ich habe einmal einen Gürtel rausbekommen. Den könnte ich nehmen. Hals habe ich schon, der ist eh mit Crit. Und ich habe, ich habe einen Umhang mit Movement Speed. Das ist Mastery-Ding mit Movement Speed. Ah, das ist jetzt halt die Überlegung, ne? Das hier habe ich halt schon auf Max abgegradet. Aber overall wäre das halt besser, weil es ein Tertiär-Stat drauf hat, ne? Da muss ich zwar mehr Ressourcen reinwasten, aber wisst ihr was? Ich nehme den Umhang. Der hat zwar, also das hier könnte ich halt auch nehmen, ne, das Item, wäre auch gut. Aber hier habe ich ein Tertiär-Stat drauf. Das ist eigentlich stärker, ehrlich gesagt. Wir nehmen den Umhang. Das ist hier mit Mastery Versa, das sind auch meine Biss-Stats. Da haben wir nochmal Movement Speed drauf. Gut, jetzt tausche ich halt den gleichen Umhang, den ich schon habe, um. Aber, das lohnt sich schon, oder? Genau, den gleichen Umhang habe ich schon. Dann müssen wir halt die Verzauberung wieder drauf machen. Dafür haben wir noch mehr Movement Speed, da können wir gleich mal gucken, wie viel das ausmacht. Wahrscheinlich nicht sonderlich viel, aber im PvP alles bisschen, ne? Es macht 1% aus, okay. Ja gut, von 155 auf 156%. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so der große Sprung. Jetzt muss ich bloß kurz gucken. Zwecks der VZ. Und zwar Gegenstandsverbesserung, dann haben wir einmal einen Rücken, immer schön gleich die VZ drauf machen. Und dann, was habe ich hier drauf verzaubert davor? Geschwindigkeit, ne? Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt, was haben die meisten anderen? Und tatsächlich haben relativ viele Leute für die Arena Geschwindigkeit. Ich dachte eigentlich, ne, dass so Lifesteal the way to go ist, aber Feral kitet auch relativ viel, was ich im Moment nur so ein bisschen falsch eventuell spiele. Deswegen ist Movement Speed eine schöne Sache. Manche hauen sogar Dings drauf, hauen sogar einen Sockel drauf, habe ich gesehen, mit Movement Speed. Das kann man natürlich auch machen. So, jetzt haben wir denselben Umhang quasi ein zweites Mal. Nur mit dem Unterschied, dass wir ein bisschen mehr Movement Speed haben. Dann können wir eigentlich den hier weghauen. Den brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Ich habe ein bisschen PvP-Punkte vorgespart. Und die wollte ich eigentlich jetzt hier mit ausgeben. Denn ich war mir nicht sicher, okay, welches Item kriege ich aus dem Vault raus. Nicht, dass ich eins kaufe, was ich vielleicht schon dementsprechend dann mir vorher gekauft habe und jetzt habe ich ein paar Punkte aufgespart. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen shoppen gehen. Ich würde sagen, ich kaufe mir als erstes mal die Schultern und zwar diesmal die richtigen Schultern mit Crit und Tempo. Das wären dann quasi diese hier. Crit Tempo, oder? Schauen wir mal. Mit Mastery gab es keine, genau. Crit Tempo sage ich. Tempo Versa. Und die können wir dann auch gleich einmal bei dem Kollegen daneben hin upgraden. Ich habe mir nämlich jetzt einmal Cap an Punkten zusammengespart. Ich glaube, auf 6 müsste ich es upgraden können. Oder auch nicht. Normalerweise geht es, dass man es auf einmal upgraden kann. Vielleicht muss ich es erst anlegen. Moment, wartet mal. Ich lege es einmal an. Ich hasse es so ein bisschen, ne? Das spackt manchmal rum. Ach, ich muss erstmal die Woche noch einen Game gewinnen, sonst kann ich nicht upgraden. Okay, dann machen wir das eventuell das nächste Mal. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Radar gehabt. Ich habe die Woche jetzt noch keine Arena gespielt, aber dann machen wir das einmal und dann würde ich sagen, grade ich das ab. Hätte es jetzt gerne noch im Video gemacht, um mein Gear soweit ein bisschen abzugraden, ein bisschen aufzuwerten, das ganze Zeug. Aber
Dann werden wir das im Laufe der Woche machen, wenn ich wieder zum Arena-Spielen komme. Gut, für das kleine Opening war es das. Minimales Upgrade, bisschen Movement Speed nimmt man gerne mit. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal in der Woche, wenn ich wieder den Vault aufmache. Vielleicht werden wir dann das eine oder andere mal ein Upgrade-Item rausziehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht noch so aus dem Vault rausgezogen habt. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis dann. Ciao.